Uhur war sein ältester Sohn. Ismail Çolak hat ihn über alles geliebt. Vor fast einem Jahr musste er ihn auf diesem Friedhof für die Opfer des Grubenunglücks von Soma beerdigen. Das Unglück machte Uhur ungewollt zum Helden. Er hatte sich zunächst aus dem brennenden Stollen retten können, war dann aber wieder zurückgegangen, um seine Kollegen zu retten. Als mein Sohn sagte, er wolle Bergmann werden, habe ich ihn darin auch noch bestärkt. Nach ein paar Monaten schlief er nur noch, wenn er zu Hause war. Er klagte, dass die Arbeitsbedingungen unter Tage sehr hart wären. 13. Mai vergangenen Jahres. Nach einer Explosion unter Tage sterben 301 Bergleute, das schlimmste Grubenunglück in der türkischen Geschichte. Gegen die Manager und Ingenieure des Bergwerks, hier auf einer Pressekonferenz, beginnt jetzt der Prozess wegen fahrlässiger Tötung. Damit wolle sich die Regierung aus der Verantwortung stehlen, kritisieren Menschenrechtler. Die Ministerien für Arbeit und Energie haben die Mine kontrollieren lassen und ihr immer wieder Unbedenklichkeitsbescheinigungen ausgestellt. Und nun blockiert die Regierung mit Hilfe ihres Vetorechts eine Untersuchung gegen die Verantwortlichen in den Behörden. Ercan Çetin Yılmaz war am Unglückstag krankgeschrieben. Das hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Die Sicherheitsmängel seien der Bergwerksleitung und den Behörden bekannt gewesen. In den Wochen vor dem Unglück war es dort unten so heiß, dass ich im Unterhemd zu schwitzen begann, bevor ich auch nur einen Handschlag getan hatte. Aber das hat niemanden gekümmert. Die Unglücksmine ist seither geschlossen. Aber noch immer arbeitet jeder 10. Einwohner von Soma im Bergbau. Denn andere Arbeitsplätze gibt es kaum. Nach Angaben einer Nichtregierungsorganisation starben in der Türkei allein im Monat März 139 Menschen bei Arbeitsunfällen. Das Risiko für einen Türken an seinem Arbeitsplatz umzukommen ist fast 10-mal höher als für einen Arbeitnehmer in der Europäischen Union. Und das, obwohl die türkische Regierung nach dem Unglück von Soma schärfere Gesetze und Kontrollen versprochen hat. Ismail Çolak und die anderen Hinterbliebenen von Soma haben sich zusammengetan und treten bei dem Gerichtsprozess als Nebenkläger auf. Vor allen Dingen wollen wir, dass sich der Staat zu seiner Mitverantwortung bekennt. Wir wissen, welche Behördenvertreter geschützt werden sollen. Ohne die Wahrheit gibt es für die Hinterbliebenen keine Gerechtigkeit. Sie sind es ihren verstorbenen Söhnen und Ehemännern schuldig.